Hallo. Hallo. Ich bin Marc. Hi, ich bin Sven. Hi. Jagd ist für mich Lebensunterhalt, da ich einmal die Ausbildung dazu gemacht habe. Tägliches Brot, damit ich meine Metzgerei mit hochwertigem Wildfleisch beliefern kann. Tierrechtsaktivismus ist mir halt sehr wichtig, also auch mich da selbst zu engagieren, weil die Tiere selbst keine Stimme haben. Niemand setzt sich für die Tiere eigentlich sonst ein, außer Menschen, denen halt Tierrechte wichtig sind. Herzlich willkommen, ihr beiden am Köln-Bonner Flughafen. Ihr seht da vor euch bei den Bänken vier Koffer stehen. Sucht euch doch mal gemeinsam einen aus. Möchtest du einen Vortritt haben? Also ich wüsste schon, welchen ich nehme. Ja? Ja. Warum? Wenn ich verreise, meistens irgendwo in die Natur gehe oder so, danach sieht der hier eigentlich schon aus. Ja, das würde ich auch glatt sagen. Ja. Also den finde ich ganz interessant. Super, da haben wir schon den gleichen. Ja. Also in Deutschland brauchen wir Jäger einmal, um Forstwirt und landwirtschaftliche Schäden zu verhindern und einmal um Krankheiten einzudämmen bei der Wildpopulation an sich. Und dann natürlich auch, um Fleisch zu gewinnen. Also in meinem Koffer sind meistens eigentlich immer nur Sachen, die ich brauche, pragmatisch. Richtig viele Socken und frische Unterhosen, ein paar T-Shirts und so. Wie sieht das bei dir aus? Ja, immer viel zu viel Unterwäsche. Ja, das ist ein Klassiker. Auf jeden Fall. Immer die Angst, irgendwo im Nirgendwo zu sein, ohne frische Unterwäsche. Ja, das ist aber auch wichtig, wenn man irgendwo draußen ist. Also die Sessel bauen. Super eingepacktes Zeug. Ja, sowas würde ich zum Beispiel gar nicht mehr mitnehmen. Also erstens ist es für mich so, dass Tiere töten natürlich gar nicht geht. Also es gibt halt viele Möglichkeiten, das zu vermeiden. Also ich sitze gern draußen. Wir haben da immer Mauersegler im Innenhof rumfliegen. Den gucke ich ganz gerne eigentlich ganz zu. Und wenn es abends duster wird, dann kommen halt Fledermäuse. Das ist eigentlich ganz nett. Und die Sonne scheint halt immer rein gegen Abend, wenn wir den haben. Und da kann man eigentlich ganz nett sitzen. So. Ich muss auch sagen, also Balkon ist für mich schon so einer der besten Spots eigentlich so zum Chillen, zum Relaxen. Natur ist mir auch sehr wichtig. Natürlich kann man sich jetzt darüber streiten, ist das noch ein vernünftiger Grund, jetzt Fleisch zu essen und Tiere dafür zu töten? Ich sag ja. Also beim Jagen gibt es zwei Gründe, die mir eigentlich sehr negativ aufstoßen. Das erste ist, dass eigentlich gejagt wird, um Nahrung zu beschaffen, was eigentlich absolut nicht mehr notwendig ist heutzutage. Das zweite ist, dass eigentlich zum Spaß gejagt wird. Ich bin zurzeit relativ unsportlich. Also ich habe mal vorher ein bisschen Downhill gefahren, also Mountainbike und so. Mhm. Musste aber dann aufgrund, dass ich halt selbstständig bin, damit so ein bisschen aufhören, weil da halt Verletzungsgefahr ein bisschen größer ist. Also bei mir muss Sport zurzeit auch ganz viel ruhen. Ich habe früher Basketball gespielt, relativ viel. Ja. Mittlerweile muss es aber wegen der Dissertation etwas ruhen, weil die muss nämlich jetzt fertig werden. Man möchte ja möglichst gut machen. Also sprich, wenn ich ihm schon das Leben nehme, dass ich ihm so wenig Leid wie möglich antue. Selten ist das so, dass bei Wild der Schuss so gesetzt wird, dass die sofort sterben. Viele von den Tieren leiden Stunden oder Tage lang, bis die wirklich dann sterben. So, ihr beiden, wir haben noch was für euch vorbereitet, ein kleines Video. Jagd ist für mich Lebensunterhalt, da ich einmal die Ausbildung dazu gemacht habe. Und natürlich jetzt in meinem neuen Job als Selbstständiger in der Metzgerei, die hauptsächlich Wild veräußert. Also erstens ist es für mich so, dass Tiere töten natürlich gar nicht geht. Also es gibt halt viele Möglichkeiten, das zu vermeiden. Natürlich kann man sich jetzt darüber streiten, ist das noch ein vernünftiger Grund, jetzt Fleisch zu essen und Tiere dafür zu töten? Ich sag ja. Man möchte ja möglichst gut machen. Also sprich, wenn ich ihm schon das Leben nehme, dass ich ihm so wenig Leid wie möglich antue. Selten ist das so, dass bei Wild der Schuss so gesetzt wird, dass die sofort sterben. Viele von den Tieren leiden Stunden oder Tage lang, bis die wirklich dann sterben. Nett. Nett gemacht. Also du bist Tierrechtsaktivist. Genau. In meiner Metzgerei muss man ja auch sagen, da läuft das alles so ein bisschen anders als da, wo Tiere mit Tiertransportern oder so hingebracht werden. Also wir werden von regionalen Bauern beliefert, die einen eigenen kleinen Schlachthof haben. Mhm. Die haben keine Wege, der Transportwege, also so wie die quer durch Deutschland getickert oder sogar ins Ausland gebracht werden. Die bringen, also dürfen nur 20 Kilometer innerhalb dieses Radius vom Schlachthof wohnen, damit die da mitmachen können. Und die müssen auch grundsätzlich nur in Freiland, also Freihaltung, gehalten werden. Ich kann
glaube ich, von meiner Seite aus vieles verstehen, was dir ankreidet, auch wenn du sagst, wenn du mir als Jäger ankreidest, dass oftmals Tiere verenden, tagelang später oder so. Kommt vor, stimmt, habe ich auch schon, also mir selber ist es zum Glück nie passiert, aber habe ich auch schon mitbekommen, ja. Die Frage ist ja immer die Verallgemeinerung, also das ist jetzt genauso wie Tierrechtler, wo ich sagen könnte, ja, die sägen uns alle die Hochsitze an und bei aller Liebe den Tieren gegenüber, man muss auch Menschen respektieren. Und meine Vision ist auch tatsächlich eher die, dass man eine Welt ohne Diskriminierung hat, dass man generell keine Lebewesen irgendwie unterdrückt, diskriminiert, verachtet. Das ist so meine Weltvorstellung. Das ist eine sehr idealisierte Weltvorstellung. Und für mich gab es halt einen Punkt, wo ich eben ansetze. Das ist eben der Tierrechtsaktivismus. Und Jagd ist da auch ein Teil. Aber für mich tatsächlich auch genau diese Intensivtierhaltung. Das ist eigentlich so, würde ich sagen, der Haupteckpfeiler eigentlich. Ich war letztens übrigens in Borken auf einem Milchbetrieb. Und da war ich auch auf einem Vorzeigemilchbetrieb. Und das fand ich doch sehr erschreckend, als ich da war. Weil man zwar vorne vordergründig drei Rinder auf der Weide gesehen hatte. Käfige mit Kälbern drin. Und was die meisten Menschen zum Beispiel gar nicht wissen ist, dass Kühe eigentlich nicht einfach nur so Milch geben, sondern genau, die müssen halt Kälber dafür die müssen bekommen. Erstmal einen Kalb bekommen. Ist ja wie bei uns Menschen eigentlich auch. Und dann werden die direkt nach der Geburt genau, getrennt? Genau, abgesetzt. Ich trinke einfach selber keine Milch und finde das genauso bescheuert eigentlich. Also in der Fleischhaltung der Rinder ist das bei uns ein bisschen anders. Also die dürfen halt das ganze Jahr über mitlaufen. Die Kälber, die werden auch nicht abgesetzt, die laufen in der Herde. Natürlich, wenn die irgendwann, also männliche Stücke müssen irgendwann abgesetzt werden, weil die sich gegenseitig an die Jacke gehen innerhalb der eingezäunten Wiese. Also ich verstehe, also wir sind bestimmt bei ganz vielen Dingen einer Meinung. Also wo vielleicht, also auseinander geht, ist dann, wo es anfängt, wenn man über den Tod spricht. Also dass man sagt, Tiere töten geht gar nicht zum Beispiel. Also ich verstehe das, also wenn du das nicht magst, kann ich das auch nachvollziehen. Ich für meinen Teil kann aber sagen, ich kann das für mich vertreten, also in dem Rahmen, so wie ich es mache. Weil grundsätzlich der Tod an sich für mich, also in meinen Augen, wenn ich das so mache, wie ich das mache, nichts Verwerfliches oder Schlimmes ist. Wenn mir irgendwie so das Leben genommen würde, ich stehe jetzt hier neben dir und auf einmal patsch, dann würde mir das persönlich, glaube ich, relativ wenig machen, weil ich es eh nicht mehr mitbekomme. Also so sehe ich das Ganze. Also ich glaube, natürlich, wenn man das so sieht, dann würde ich dir an der Stelle recht geben, dass es die, ich sag mal, optimierte Form des Tötens ist. Ja. Was ist dann mit deiner Familie drumherum, wenn sowas passieren würde? Wie würde es denen gehen? Wie würde es vielleicht deinen Kindern gehen? Ja. Oder? Wenn du die gewisse Dinge siehst, die in der Natur stattfinden, die vielleicht manche Menschen gar nicht wissen, wie Natur eigentlich funktioniert oder ist. Also Natur ist ja nicht ein Bambi und ein Klopfer, die sich abends gute Nacht sagen oder so. Also du siehst, wie Füchse kleine Kitze anfressen, die am Leben sind, die nur nicht weglaufen können, die dann schreien und also quasi beim lebendigen Leibe aufgefressen werden. Du siehst, wie eine Bache zu einem anderen Rottengesell hinzukommt und ein Frischling von denen einfach einen Kopf abbeißt und aufisst. So, also das sind alles Dinge, die ich wirklich gesehen habe. Also die aber auch normal sind und natürlich. Ich meine, das ist halt tatsächlich ein Punkt, der für viele Veganer auch schwierig ist. Die Grausamkeit der Natur. Ja. Tiere essen andere Tiere. Ist das ist halt wirklich, das ist was, das würde man am liebsten nicht haben. Aber was das Wild jetzt angeht an sich, die Lösung dafür zu finden, also das ist ja nicht nur Forstwirtschaft und die Landwirtschaft, sondern dann geht es ja auch mit solchen Präventionen vor. Beispielsweise ist das so, dass in Verbänden von Tieren die Krankheiten sich ja untereinander verbreiten. Und wenn jetzt durch eine Krankheit ein Verband ausgelöscht wird, dann bleibt er für sich und die Krankheit breitet sich nicht zwangsläufig weiter aus. Natürlich teilweise durch... Nee, ich verstehe das schon. Ich weiß das auch um so. Und durch Jagd kann man das halt so auseinanderbringen. Dann lösen sich manchmal die Verbände auf von den Tieren und verteilen sich auf... Die suchen sich dann neue Verbände. Also da gibt es durchaus Debatten in der Forschung, die halt zum Schluss kommen, dass es eher besser wäre, dann nicht einzugreifen. Nee, du kannst es nur versuchen, also vorzubeugen, indem du die Population erst gar nicht so groß kommen lässt, damit eine Seuche ausbricht. Also das ist ja das, was jetzt versucht wird. Ich unterstelle dir mal einfach, dass du ein sehr vorbildlicher Jäger bist, dass du vieles besser machst als die meisten anderen. Das ist aber das eine. Da hat man diese 1000 Berufsjäger in Deutschland. Und dann hat man aber die 350.000 Hobbyjäger. Also das ist ein Faktor von 350, wo Leute halt das mehr oder weniger zum Spaß machen, teilweise wirklich mit Trophäen angeben, teilweise werden Gesellschaftsjagden veranstaltet, wo sich dann die Leute, die früher zum Golfen gegangen sind, auf einmal zum Jagen treffen. Dann gibt es aber auch einen großen Teil, der schon viel tut, also für, also wirklich, auch wenn immer dieser Satz fällt, wir Jäger sind Naturschützer, da sind noch ganz viele dabei, die sind ganz bestimmt keine Naturschützer. Aber da gibt es auch einen Teil, und ich
kenne genügend, also in meinem Umkreis, die sind Naturschützer. Die legen Wildblumenwiesen für Bienen an. Die kümmern sich um den Aufwuchs von Jungpflanzen, indem sie die vor Wild wegzäunen und nicht halt da drin rumballern. Also da gibt es ganz viel, was wir auch oder auch ich und Freunde von mir, die ich kenne, die das machen. Jetzt zu sagen, Jagdverbot ist meines Erachtens falsch. Aber die Lösung zu sagen, also Trophäenjagd gehört verboten etc. Also selbst Trophäenjagd hat irgendwo einen Teil Gutes an sich, weil das auch wieder wissenschaftliche, nicht Beweismittel, aber Proben an sich sind, um auch ein Indiz auf eine Altersstruktur von gewissen Populationen zu haben. Also, und auch Merkmale für Gesundheit etc., die man an Zahnschmelzen und so ablesen kann. Mhm. Also ist nicht alles schlecht, aber ich gebe dir schon da teilweise recht, dass viel Schindluder getrieben wird auch, ja. Ja, ich meine, gerade bei Trophäen ist es natürlich auch schwierig, da wirklich noch wissenschaftliche Evidenz rauszuziehen, weil da müsste das voraussetzen, dass man unter kontrollierten Laborbedingungen die Tiere auch dann konserviert oder ähnliches. Ja, also es geht jetzt, also so wo ich jetzt davon spreche, ist zum Beispiel, man kann die... So ihr beiden, das Experiment ist für uns an der Stelle beendet, aber ihr könnt gerne noch sitzen bleiben und euch weiter unterhalten, wenn ihr möchtet. Ich finde das auch alles nicht so toll. Mhm. Oder dagegen angehen, irgendwann wird das sich sowieso von alleine regeln, weil so kann es sowieso nicht weiter, also ein Leben, also unser Leben vielleicht schon noch und auch die noch danach, aber irgendwann haben wir sowieso alles hier aufgebraucht. Und ich meine, die letzte Studie von der NASA sagt halt, dass wir es noch überleben werden, ja, quasi den Untergang. Genau.